Herzlichst willkommen zum zweiten Spieltag in der im Turnier, im Todesturnier des Todes vom guten Fischkopf. Und wir wollen mal loslegen. Kleine Information vorweg. Und zwar, wir haben bereits einmal dieses Spiel gespielt. Also diesen Kampf, den Blutengel und ich jetzt nochmal austragen. Wir haben schon mal gegeneinander angetreten. Aber es gab ein kleines Problem. Und zwar ist der Server gepatcht worden und war für paar Züge vor Ende des Spiels nicht erreichbar. Weswegen ich unten in der Videobeschreibung das erste Video nochmal verlinke, wenn ihr euch das quasi den Originalkampf ansehen wollt. Das ist unser Rückmatch. Weil wir müssen noch ein Ergebnis liefern, weil sonst geht die Liga nicht weiter. Und wir wollten es nicht mit dem Unentschieden ausgehen lassen, weil wir das Ende des Spieles nicht vorhersagen können. Vom letzten Spiel. Es war ein sehr knappes Ding. Es stand 0-0. Ich wäre kurz davor gewesen, einen Touchdown zu machen, aber er hätte auch noch genau so gut die Möglichkeit gehabt, selber noch einen zu machen. Wie gesagt, das waren die letzten 5 Züge und wir waren an der Mittellinie. Deswegen, unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Ich habe es nicht nochmal als richtiges Video hochgeladen, sondern für die, die es sehen wollen, die können es sich gerne angucken. Und ansonsten legen wir jetzt los. Wir kaufen nichts, sondern gehen direkt so, wie wir sind, ins Spiel hinein. Würde ich sagen. Wir haben Ersatzspieler dabei, weil der gute Wolle im letzten Match mir einen Zwergen zu Tode geprügelt hat. Der gute Sven hat mich ja im letzten Match verreckt. Sven, wir haben nochmal zu reden, Freundchen. Was du mir für Pappenheimer hinstellst. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir zerlegen jetzt mal ordentlich ein paar Orks. Bin nicht ganz so böse drum, dass das letzte Match nicht ganz so funktioniert hat, weil dann hätte ich wieder einen Zwerg weniger, aber das seht ihr alles, wenn ihr die Zusatzfolge schaut, den nicht öffentlichen zweiten, ja, also den nicht öffentlichen zweiten Spieltag, der jetzt wiederholt wird und jetzt das richtige Spiel kommt. Ihr werdet das schon alles sehen, ihr seid ja schlau, ihr seid ja nicht von vom Baum gefallen, ihr seid auch nicht vom Esel und Galopp verloren worden, also legen wir jetzt einfach mal los und schaut euch mal diese muskulösen Zwerge an, wie sie sich schon vorbereiten, innerlich auf den Kampf gegen die Hauptgehassenen. Als wir gehen in die Verteidigung. Ich habe jetzt mal kurz geschrieben, auf ein neues, viel Erfolg und viel Blut, weil ihr könnt es ja schlecht lesen, weil mein süßer kleiner Kopf im Vordergrund steht. Und wir machen hier einfach mal die Linien dicht. Wir stellen uns direkt an die Linie. Ich habe ihm deswegen den Anstoß gegeben, weil er beim letzten Mal die Münze hat werfen können. Er schreibt gerade, yo, und auf ein Ende. Weil wir beim letzten Mal nicht zu Ende spielen konnten, wegen einer Serverwartung. Was mich im Nachhinein wirklich sehr aufregt. Aber da kann man machen nichts. Ich habe mich gerüstet, indem ich mir ein schönes Getränk besorgt habe, was mich wach halten soll. Ich bekomme nämlich gerade direkt von der Arbeit. Der gute Blutengel / PA muss morgen auch auf Arbeit. Deswegen, wir beide gleichermaßen gehandicapt. Aber kriegt man alles hin. Meine Zwerge machen das schon irgendwie regeln, nicht wie beim letzten Match. Hier am Rand müsste übrigens mein Zornlind stehen. Das ist unser Ersatzspieler, der für den guten Svenorten eintritt. Wenn wir das Match gut bestreiten, haben wir vielleicht das Glück, dass er sich uns anschließt und diesen Einzelgängerstatus verliert. Das wäre ganz praktisch, weil dann müssen wir uns nicht einen neuen kaufen. Zwerg. Müssen wir allerdings sowieso, weil Sven war ja ein Blitzer und das hier ist ein Langbart. Das heißt, wir bauen uns den Langbart entsprechend auf, wenn wir genug SSP bekommen. Das wäre noch die nächste Möglichkeit, die bessere Alternative, die wir da haben. Aber wir werden gucken. Gucken, was draus wird.
Und jetzt werde ich erstmal mein Getränk öffnen. Und hochkonzentriert das Spiel verfolgen. Ich weiß, das ist hochprofessionell, dass ich hier während des Spieles eine Getränkedose öffne. Ach man, schön anstoß. Das ist ja sehr gnädig. So, Prost, da. Sollte man noch so Papiertüten basteln. Oh, ich habe meine obligatorische Coach-Zigarre vergessen. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, das ist mein Bloodball-Outfit. Mein Coach-Outfit. Meine Interpretation eines Coaches. Ich wollte das nur mal kurz erwähnen, falls es bei einigen zur Verwirrung kommt. Und ein guter Coach, in meinen Augen, braucht seine Siegeszigarre. Ich möchte hier nochmal erwähnen, an dieser Stelle. Kinder, es wird nicht geraucht. Könnt ihr machen, wenn ihr 18 seid, da könnt ihr auch gerne mal probieren. Ich persönlich habe wirklich mit 19 erst angefangen mit Rauchen. Mein Vater eine sehr gute Methode entwickelt hatte, um mich vom Rauchen abzuhalten. Gut. Obligatorische Siegeszieger. Beziehungsweise in diesem Falle Glückszigarre. Er hat schon mal eine andere Taktik als... Oh Gott sei Dank, das bewusst. Er hat schon mal eine andere Taktik als beim letzten Spiel. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ihr die SSP nicht seht und die Reichweite. Aber es hat keiner verbesserte Reichweite von mir. Die Schwarz-Orks haben 9er Reichweite, aber noch kleiner wollte ich jetzt das Fensterchen nicht machen. Vielleicht sind sie da mich ja gar nicht mehr. Und ich wusste nicht, was ich da drin drüben die Zeit. Ist dein Ernst? Dieser Ork. Der Troll. Ich blende euch nochmal kurz die Namen ein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. So, dann könnt ihr sie vielleicht ganz gut lesen. Und ich muss auch sagen, ich sehe selten, wenn ich gegen Orks spiele, selten Orks, die wirklich einen Goblin dabei haben. Da könnt ihr euch nochmal einen Fähigkeitsüberblick verschaffen. Für diejenigen, die das Spiel ein wenig besser kennen, die werden sich mit den Icons auskennen. Ich möchte es jetzt nicht alles nochmal erklären. Da könnt ihr gerne aber mal, wenn ihr das Spiel nicht so gut beherrscht, könnt ihr gerne mal in meinen reinschauen. Ins Blood Bowl Bootcamp. Zusammen mit dem neuen, mit dem guten Barry Boo. Kann das auch mal unten verlinken, nur für diese Folge, nur in dieser Folge. Ich will jetzt nicht Dauerwerbung für meinen Kanal machen. Oh, da haben wir jetzt ein kleines Eröffnungsspiel gemacht und ab dem nächsten Mal wird es dann so sein, dass wir loslegen. Mit einem richtigen Training von Barry, weil der sich im Blood Bowl-Universum gar nicht auskennt. Den hauen wir erstmal weg. Den lassen wir aufstehen.
Den hier lassen wir auch aufstehen. Den erst recht. Dann müssen wir mal überlegen, wie wir es jetzt betreiben. Der hat uns ganz gut weggesaunt. Wird eigentlich ganz gern dorthin. Wollen wir vorher noch jemand anders verlagern? Im Moment nicht. Ich will eigentlich, dass die hier so bleiben. Gut. Will ich das neu würfeln? Nein. Ich habe mal einen Wiederholungswurf, die mir für was anderes aufheben. Na toll, Barry. Ganz toll. Wisst ihr, ich spreche von dir und du gehst K.O. Viele meiner Zwerge sind jetzt schon K.O. gegangen. 2. Oh. Das ist doch schon wieder Würfelglück vom Feinsten. Aber K.O. ist mir lieber als tot. Nicht wie beim letzten Match, wo der Kobolle den Sven auch weggeprügelt hat. Ich könnte mich da immer noch drüber aufhängen wollen. Wir sehen uns im Finale. Wenn ich das Match hier vielleicht gewinne. Man weiß es nicht. Und jetzt waren erstmal die Zwerge quer aufs Feld getroffen. Der nächste Gelähmte. Was ist denn nur los mit den Orks? Wenn mein Todesroller den Troll angreift, passiert da nichts, außer dass der umkippt und der Schwarzohr guckt meinen Zwerg an und er kippt um. Komm, 2 Totenköpfe jetzt. Hätte jetzt wirklich gern 2 schöne Totenköpfe. Das wäre sehr, sehr geil. Ich habe mich gerade gewundert, wo Barry hin ist, aber der ist ja K.O. gegangen. Ich dachte, der liegt noch hier. Ich habe euch auch mal das Raster angelassen. Für eine bessere Übersicht auf dem Spielfeld. Für diejenigen, die sich fragen, wie das geht. Das ist auch, wie ich die Einzelzeichen eingeblendet habe. Mich ärgert, dass seine Taktik hier halbwegs aufgeht. Bitte nicht. Jawohl. Wie rollt er? Das gibt's nicht. Wenigstens hat er keinen Reroll mehr für diesen Zug. Gott sei Dank keine längeren Auswirkungen. Wir haben gerade geschrieben, dass langsam mal gut ist mit Aufräumen meiner Zwerge, weil das schlimmer ist als im letzten Match. So, er hat ganz gut aufgeräumt, das muss man ihm zugestehen. Hat er wirklich ganz schick gemacht. Deswegen schickt man da jetzt erstmal den guten Telderon hin. Wir riskieren es,
Der Zug ist drauf. Es ist doch nicht mehr. Na gut, es sind wenigstens beide gelähmt. Aber es kann doch nicht sein, dass meine Würfelleien jetzt schon wieder so beschissen sind. Das ist genau das gleiche wie gegen Wolle neulich. Ich würfel nur Mist. Meine Rüstungswürfe für diese Mannschaft sind einfach nur grauenvoll. Ich habe sogar teilweise bei den Elfen bessere Rüstungswürfe. Also bei, wenn ich mit meinen Elfen spiele, da sterben wir nicht und geht mir nicht so gut mit Elfen plötzlich um. Nicht mal bei meinen Ratten. Und die halten ja nun ordentlich aus. Das Problem ist, dass ich es auch jetzt zu riskant fand, hier den Zwerg zum Beispiel aufzuheben. Der ist von zwei Orks schon umzingelt, der fliegt sowieso dann wahrscheinlich gleich wieder ins Rum. Ja, schieb den mal, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, passt ihn wahrscheinlich zum Nachbarspieler. Der ist wurfsicher und wirft ein Feld und kriegt dafür noch SSP? Ist das dein Ernst? Ich verstehe es manchmal nicht. Bin mal ganz kurz gemutet, um mir die Nase zu putzen. So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich euch wieder die Ohren verlaufen. Und mich über Wolle und jetzt auch über ein Fea aufregen. Mir liegen zu viele meiner Zwerge rum. Du gehst erstmal da. Nein, du solltest doch blitzen. Oh. Wie hoch ist die Ausweichchance? 33%. 50%. Hm. 50%. Safety in numbers. Come on, guys. Team Spirit in the key. Ich würde zu gern diesen verdammten Troll kaputt kriegen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Da haben wir Borghardt. Tungdil kann auch mal aufstehen. Oder Tungdil. Ich habe hier sogar falsch geschrieben. Verdammt. Fällt mir gerade so auf.
Wir riskieren es. Hat ja noch keine Blitzaktion die Runde. Mein Würfelglück ist zum Kotzen. Im Moment. Jetzt gibt es einen kostenlosen Touchdown für die Orks. Weil meine Rüstungswürfe beschissen sind, weil tausende von Zwergen K.O. Das Match ist schon wieder so ein Match, was mir tierisch auf die Nerven geht. Weil ich nur Pech habe. Ja, da komme ich auch nicht mehr hinterher. Meine Zwerge sind dafür zu... Das wird nicht. Das wird leider nicht. Ich glaube, das Spiel werde ich hart verlieren. Da lief das letzte Spiel wesentlich besser. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen Würfelpech habe. Wenn er mir jetzt noch Zwerge umbringt, dann ist es ganz hinüber. Diese hässlichen Schwarzorks, die gehen mir so auf die Nerven. Das ist vollkommen in Ordnung. Schieben darfst, wohin du willst. Das ist doch nicht wahr. Dieses... Nein. Wer? Das darf nicht wahr sein. Meine Rüstungswürfe sind... Aha, ein Grauen. Na, oh, das darf nicht wahr sein. Ich habe jetzt nach dem Touchdown von ihm, habe ich 3 Spieler weniger. Bis jetzt. Eventuell 5, wenn meine beiden K.O.-Leute nicht mehr aufstehen. Da kann ich nichts mehr machen, da unten gegen den Touchdown. Der Ball ist durch, definitiv. Also kann ich nur versuchen, jetzt hier oben so viel Schaden wie möglich anzurichten. Die Möglichkeit habe ich noch. Und ich krieg natürlich nur ein Schieben und einen Totenkopf. Es ist zum... Warum sollte ich auch irgendwas kriegen, womit ich den Goblin umhauen könnte? Warum? Oh, da könnte ich mich heute echt aufregen. Das deprimiert mich gerade echt. Weil das letzte Spiel wesentlich besser gelaufen ist. Sowohl für ihn, wie auch für mich. Ausgeglichener. Jetzt haut er mir einen Zwerg nach dem anderen um. Du stehst mal auf. Das ist so unglaublich ärgerlich. Seht ihr, was ich meine? Ich habe einfach nur enormes Würfelpech. Ärgert mich. Ja,
Er schrieb gerade, dass Nuffel mit ihm ist. Und in meinem Fall ist Nuffel jetzt schon das zweite Spiel absolut gegen ihn. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel noch gewinnen will. Ich krieg keinen ordentlichen Cage zusammen. Ich muss drei... Er fragt mich, was ich heute gemacht habe, ob ich Kleinkinder und Lollis geklaut habe, aber das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie ich gegen die Orks noch bestehen soll. Die sind absolut in Überzahl. Die können all meine Zwerge locker umstellen. Wenn ich einen Cage baue, wird der easy durchbrochen jetzt. 6, 7, 7! Ich hab noch 7 Zwerge auf dem Feld. Halt, Moment, 8. Entschuldigung, es sind 8 Zwerge. Wollte ich schon Hate-Zwerge hochsehen. Ich weiß, dass ich 3 in der Mittellinie brauche. Jetzt bemitleidet er mich. Das kann ich aber so gar nicht gebrauchen. Bin ich kein Freund von Bemitleidung. Muss ich einem ausgebügelt stehen? So viel Pech kann kein Mensch alleine haben. Wir kriegen beide einen weiteren Wiederholungswurf. Machen hier mal schön die Seite frei. Wenigstens das funktioniert. Komm, du wirst doch wohl hinkriegen, diesen scheiß Ball zu werfen, Zwerg. Wenigstens das funktioniert. Wie gesagt, ich kann keinen wirklich guten Cage bauen. Mit der Anzahl meiner Zwerge. Das wird nichts.
Bei meinem Glück fällt er jetzt noch hin. Nee, das nicht. Ob immerhin was. 67%. Alles gut, immerhin. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Probieren wir es mal. Das Problem ist ja auch, ich kriege ja die drei Zwerge, die jetzt raus sind, dieses Match auch nicht wieder. Das ist ja mein größtes Problem. Das ist ein verdammt großes Problem, was ich hier gerade habe. Das ist ein offener Cage, den ich niemals bis zur Endlinie kriege in drei Zügen. Bei den Massen von Orks, die da drum rumstehen. Und bei meinem Glück haut der Troll jetzt noch meinen Trollslayer zu Klump. Wenigstens das. Und es geht nicht durch. Da geht... Was habe ich denn... Was habe ich verbrochen? Sagt es mir bitte. Ich kann doch kein so bösartiger Mensch sein, dass das Karma oder Nuffel so hart gegen mich ist. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Dass ich im zweiten Match, was ich wiederholen muss, so hart aufs Gesicht bekomme. Ich werde beim nächsten Mal vielleicht die Cam etwas mehr nach Boxy da schieben. Und ein bisschen näher an das Blocken unten ran, dass ihr den Chat mitverfolgen könnt, wenn wir was schreiben. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Vor allen Dingen, dass der dann gleich noch gelähmt ist. Das ist der nächste Punkt. Wieder ein Rüstungswurf, der vollkommen versaut worden ist. Der wievielte jetzt? Der fünfte?
Von 6 oder 7 Rüstungswürfen. Der Cage ist durch. Und er hat noch genug Spielzeit, um die Pille noch ein zweites Mal zu versenken. Und da klatscht er den nächsten um. Ich hab's von Anfang an gesagt, wenn wir nicht Zwergen, nicht gegen Orks antreten, die hauen meine Leute zu plump. Dann sind die Zwerge auch zu langsam, um jetzt den Orks wirklich abhauen zu können. Zwerge sind darauf angewiesen, dass sie wirklich die Gegner umprügeln. Was meine Zwerge gerade absolut nicht tun. Normalerweise sind die Gegner von Zwergen immer die, die dezimiert werden. Und meine Chancen im Turnier gehen auch gelinde gesagt ziemlich nach hinten oder nach unten, wenn das so weitergeht mit den mit meinen Rüstungswürfen. Wenn ich hier aufstehe, klatscht mich der Troll gleich wieder um. Den Zwerg brauche ich gar nicht aufstehen lassen, der kippt instant wieder um. Aber es ist ja sowieso nur der Ersatzspieler. Eigentlich stehen bleiben sollen, aber dann wäre ich wieder direkt in Gefahr gewesen durch den Summoser Blitzen, um meinen Ballcarrier anzugreifen. So muss er wenigstens blitzen. Au. Ich hoffe, dass mir Nuffle wenigstens Deepart noch lässt. Die paar Zwerge, die ich noch hab. Oh, die nächste Lähmung. Das kann doch nicht ernst sein. Sieh, es kommt, dass ich beim nächsten Match mit 5 Zwergen antrete. Wenigstens etwas. Das ist nicht wahr. Und er geht natürlich K.O. Wofür habe ich einen Robust auf all meinen Zwergen? Wofür habe ich Robust, wenn ein Zwerg nach einem K.O. geht? Wofür haben die Fähigkeit überhaupt? Wenn sie trotzdem K.O. gehen und... Ich verstehe es gerade echt nicht. Das ist zu viel. Wie ich so viel Pech haben kann. Ah!
kann ich absolut vergessen. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie probieren könnte. Das wird mächtig nach hinten losgehen. War klar. Es war mir fast klar, dass das nach hinten geht. Dass der halt überhaupt so gut geworfen hat. Das hat mich jetzt schon fast sprachlos gemacht. Das war die erste. Seht's euch an. Drei Verletzte. Ey, das ist. Also zwei Verletzte und mein Dampfwald. Mein Dampfkoloss. Ich brech durch die Orks nicht durch. Kann ich machen, was ich will. Ich bin gerade echt ein wenig salty. Ihr merkt sich auch, ich bin er hat absolut die Sprache verschlagen über so viel Unglück. Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu hoch. Und da macht das Spiel auch echt sehr, sehr wenig Spaß, wenn du so beschissen Rüstungswürfe hast und so in die Unterzahl gerätst. Und das mit einer Mannschaft, die normalerweise sind. Klar sind Orks auch stark, aber ich kann doch nicht so heftig in Unterzahl geraten. Wir probieren es nochmal über die andere Flanke. Wenn er jetzt hier schon 5 abstellt. Aber das bringt mir genauso wenig. Das ist halt der nächste Punkt. Selbst wenn ich jetzt noch so sehr über die andere Flanke versuche, ich kann nur hoffen, dass ich die Orks hier wegklatschen kann. Das ist quasi alles, was mir noch bleibt. So. Barry, ich verlasse mich auf dich. Ja, so viel zum Thema verlassen. Wenigstens das. So. Wofür die überhaupt Ballgefühl haben, wenn sie den scheiß Ball eh nicht fangen? Jetzt wirf wenigstens den Ball rüber. Ist das dein Ernst? Eine 50%ige Chance zu werfen, eine 67er zu fangen und der 67er verpeilt den Fang. Jetzt kippt meine komplette vorne die Mittellane. An der Mittellinie wird jetzt alles umkippen. Die Orks rennen durch und machen den zweiten Touchdown, weil ich so blöd bin und habe erst versucht, den Ball zu passen. Er schreibt doch gerade nochmal, die Würfelzeit eine Scheiße zusammen. Oh.
kann absolut nichts mehr machen. Die Orks sind in einer Überzahl. Aber ich will das Spiel auch nicht aufgeben. Das wäre ehrenlos, finde ich. Noch ein bisschen unfair dem Turnier gegenüber. Weil er dann doppelte Punktzahl und alles bekommt und ich will, dass meinen nächsten den nächsten, der im Turnier gegen ihn antritt, auch nicht antun. Und ich glaube, ich weiß auch gegen wen als es antritt, da will ich es erst recht nicht antun. Zu heftig kassiert. Jetzt müsste ein Wunder geschehen, dass ich das noch irgendwie drehen kann. Ich müsste jetzt 4-5 Orks ausschalten. Und das kann ich vergessen. Vor allen Dingen die Schwarz-Orks kann ich da absolut vergessen, dass ich die umklatsche. Nicht mit meinen 0 SSP zu werden. Ich habe ja nicht mal im letzten Spiel genug SSP, nicht mal ansatzweise SSP sammeln können gegen Wolle. Gar nicht. Hatte ich im Spiel gegen Wolle? Habe ich da eigentlich irgendjemanden verletzt? Ich glaube gar nicht. Das ist auch schon eine Kunst, als Zwerg niemanden zu verletzen. Wenn ich jetzt Totenkopf würfle. Komm. Ich versteh's echt nicht. Das ist. Sorry Leute, dass ich heute so salty bin in dem Spiel, aber ich verstehe echt nicht, wie ich zwei Spiele nacheinander. Zwei Spiele im selben Turnier so beschissen würfeln kann. Ich verstehe es nicht. Das ist mir zu hoch. Aber ich will euch nicht die Ohren verjammern. Ich bin nämlich ein ziemlich optimistischer Mensch und glaube, dass man alles noch drehen und wenden kann. Aber in dem Spiel sehe ich das einfach nur realistisch. Das ist verloren. Vor allen Dingen, wenn der nächste Zwerg wieder gelähmt ist. Null Chance. Dafür habe ich genug Spiele mit Zwergen gemacht, um zu wissen, dass ich das nicht mehr rumreißen kann. Wenn nicht irgendein Wunder geschieht und ich, wie gesagt, sämtliche Orks jetzt einfach One-Hit umhaue. Wenigstens lebt er noch. Das sind so Kleinigkeiten, worüber ich mich gerade freue, dass meine Zwerge wenigstens noch leben. Da habe ich mich extra noch beeilt und habe einen Kollegen gebeten, mich heimzufahren. Dass der gute Fea möglichst früh ins Bett kann, weil er morgen früh raus muss, wollte noch eine gute Tat vollbringen. Und dann kriege ich so auf die Fresse. Macht mich echt. Was ich verbrochen habe. Ich kann die Zwerge auch nicht aufstehen lassen. Wenn ich die aufstehen lasse, dann ist es gleich vorbei mit denen. Folgen. Ball aufheben.
Der geht hier rüber. Ausweichen 67%. Beim letzten 67% ging es voll in die Hose. Kann hier nichts machen. Gar nichts. Kann nur dafür sorgen, dass meine Zwerge irgendwie ansatzweise überleben. Und das ist schon verdammt schwer. Und irgendwie auf irgendeine Art und Weise verhindern, dass ich noch... Das ist nicht wahr. Einen Touchdown reinkriege. Es ist nicht wahr. Ich versuche normalerweise meine Zwergenteams immer so zu bauen, dass ich möglichst früh auf meine Läufer auch noch... Dass ich die möglichst schnell hochkriege. Vom SSP her, dass die beide, weil ich spiele ja immer mit zwei Läufern in meinen Zwergenteams. Das Einzige, was ich variiere, ist, ob ich einen Koloss mitnehme oder nicht. Ich habe jetzt extra fürs Turnier und weil es halt meine ersten Aufnahmen vom Blockball sind, extra deswegen den Koloss mitgenommen. Den Todesroller, den Deathroller. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Denke ich mir jetzt so, weil mir immer in jedem Spiel jetzt ein Spieler fehlt, weil mein Gegner frühzeitig einen Touchdown hinkriegt. Und das wird auch gegen Spieler zum Beispiel wie Fischkopf, der mit Rattenantritt echt heftig werden. Ich habe auch gesehen, dass wir noch andere Elfenteams haben. Das wird echt verdammt heftig. Meine Chancen hatte ich mir gegen die Orks und so eigentlich ganz gut ausgerechnet, aber nicht, wenn ich keine SSP habe. Ich weiß definitiv, meine Gegner werden noch einiges an SSP sammeln können, gerade die Orks. Und da werde ich jetzt richtig Schwierigkeiten im Turnier kriegen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch irgendwie aufholen kann. Dadurch, dass das erste Spiel gegen Wolle hat halt mein Team richtig hart zurückgeworfen. In diesem Turnier. Wieder ein gelähmter Zwerg. Au. Ja, liegt ja da optimal für mich. Wenigstens nichts. Gar nichts. So. Gehen hier hin. Disadvantage is obvious. I wouldn't have tried that. I wasn't expecting that. Was ein Glück, ey. Das erste Mal sinnvolle Würfe. Ah.
Nein, keine Sorge, die Facecam war nicht eingefroren. Ich war wirklich gerade nur so konzentriert und habe überlegt, ob ich noch irgendwas irgendwie retten oder machen kann. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es jetzt noch irgendwie drehen kann. Vor allen Dingen nicht in 4 Zügen, die mir noch bleiben. Er hat jetzt noch 5. Also im 12. von 16. Jetzt steht der Ork noch mit da drüben. Der Troll. Mit dem Troll zusammen komme ich an diesen Ball nie wieder sonst. Das ist halt auch eher schlechte Würfe dazwischen. Er schrieb gerade, seine Orks haben eine Lederallergie. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment nicht so besonders vielen Späßen aufgelegt. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch irgendwie ansatzweise habe, ist, dass ich vielleicht noch ein oder zwei Orks verletzen kann, dass ich wenigstens noch SSP für das Match bekomme. Bis auf mein MVP. Das war noch so ein kleiner Trost wenigstens. Brauche ich mich nicht mit anlegen. Passiert auch nichts weiter. Selbst, ja, die scheiß Schwarzorks sind ja stärker und haben höheren Rüstungswert. Chance auf Ball aufheben ist ultra gering. Prozent. Was ist nicht, es hat funktioniert. Soll ich es riskieren oder soll ich lieber hier drum rumlaufen? Nee, ich kann mich den noch bewegen. Damit immerhin, aber dann steht wieder ein Schwarzorg frei und das ist auch nichts, was ich möchte. Muss ich euch ehrlich gestehen, ich möchte nicht, dass ein Schwarzorg frei steht und frei übers Spielfeld wackeln kann. Das hat mich schon so viele Zwerge gekostet. Jetzt haut der meinen Slayer. Mein Fisch-Troll-Slayer. Au. Will es nicht sehen. Wird schmerzhaft. Ich guck gerade meinem Fischslayer zu. Ja, will er sich denn noch die Fäuste gegeneinander hauen? Ja,
Ach doch, mein Fischslayer hatte dann letztes Mal jemanden verletzt. Ich erinnere mich. Aber das Match ist leider auch verloren. Weil ich kann da nicht mehr viel machen. Bewegung 4. Das Einzige, was ich schaffen könnte, ist, wenn ich den Ball mit meinen Läufern kriege, würde ich weit genug wegkommen. Und es reicht halt, um meinen Spieler zu knocken. Das ist doch ultra nervig. Komm schon. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das erste Mal, dass ich ein wenig Würfelglück habe. Hier hoch ist die Wahrscheinlichkeit 17%, sowohl das Ausweichen wie das Aufheben. Oh. Jawohl! Wenigstens kriege ich noch einen K.O. Da bin ich aber jetzt baff. Bin ich wirklich baff. Damit habe ich echt nicht mal gerettet. Und vor allen Dingen bei einer Rollwürfelsituation. Das Glück will ich ehrlich gesagt nicht nochmal herausfordern. Es ging jetzt zweimal gut. Mit dem Barry auch kein Dings hat. Na. Blocken. Ist mir das zu riskant. Ich würde es vielleicht mit Zornlet versuchen. Weil der wenigstens blocken kann. Muss irgendwie versuchen mit einem der drei Zwerge, aber ich komme hier nicht durch, weil hier beide Tackle Zones sind. Nee, da könnte ich auch nicht so durch. Glitschen. Flutschen. Und dieser Troll macht jeden Zug genau das, was er soll. Da ist nicht einmal, wo es saublöd ist. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich in diesem Spiel gerade echt, wie sagt man, salty, salzig bin. Oh, ist das deprimierend. Voll auf die Fresse. Nee, passen Müller nicht. Der will meinen Zwerg umklatschen. Wenigstens was. Wenigstens etwas. Thank you.
Auch wirklich keine Verletzung, kein nichts. Hä, wieso? Ach so, wegen dem Ausweichen, natürlich. Da steht ja noch der Ding selber. Barry kann da auch nicht mehr viel machen. Hier kann ich nur auf Abstand gehen, den ich natürlich nicht bekomme. Hier würde ich jetzt die Zwerge aus dem Weg räumen. Nicht mal. Natürlich nicht. Natürlich hat er eine 67%ige Chance, die bei ihm funktioniert und bei mir nicht. Was, das ist so ärgerlich. Entschuldigt euch. Ich habe mich jetzt schon zigmal entschuldigt, aber ich finde es einfach auch. Ich persönlich gucke mir niemand an, der die ganze Zeit so salty ist wie ich gerade. Gibt bestimmt da draußen Leute, denen das gefällt. Aber so viel Pech zu haben. Wenn ich sage, es liegt am spielerischen Können. Ja, ich weiß auch, dass ich meine Zwerge vielleicht hätte anders anordnen können, dass mehr Zwerge aufeinander stehen. Gerade gegen Orks hätte ich das vielleicht auch wirklich tun sollen. Aber dann schaut euch bitte mal das Match an, was ich gegen ihn gespielt habe, bevor wir dieses Rematch machen mussten. Zwar quasi exakt dasselbe, nur dass Zwerg von mir noch gestorben ist. Und ich hatte meine Zwerge wirklich dicht an dicht. Er hat einen Cage durchbrochen, dabei einen Zwerg umgebracht. Und das ist halt was richtig Ärgerliches. Jetzt deckt er hier den Zwerg noch hin. Das erste Mal, dass so blöd durchkommt. Ich bin ja... Und jetzt kann ich den Zwerg abziehen, wenn er ihn nicht deckt. Dann kann ich aus der Reichweite Zorn ihn rausnehmen. Weil während Saublöd nämlich aktiv ist, kann er auch nicht abfangen, unterstützen, passen oder sonst irgendwas tun. Aber das wird echt noch ein zweiter Touchdown für ihn. Und das ist was, was mich gerade richtig traurig macht. Wir versuchen jetzt in der letzten Runde wenigstens noch möglichst viel Schaden anzurichten. Das war ja klar. GG. Habe ich geschrieben und das meine ich auch so. Er kann ja nichts dafür. So. Mach mal eben das Screenshot bei Twitter. Das ist traurig. Wenn du 10.000 gewinne. Wie soll ich denn mit 40.000? Das ist doch nicht wahr, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, die nächsten Spiele laufen besser als dieses Spiel und das Spiel gegen Wolle.
Ich wünsche den beiden auf jeden Fall euch beiden viel Glück im Turnier noch, Wolle. Dir, Fea, dir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Stin. Bis dahin. Ciao.